Da sind wir auch wieder mit Super Tux und wir machen hier einmal weiter. Schnarf, schnirf, schnurf. Oh, ich glaube, da haben wir was verpasst. Aber jetzt wollen wir hier erstmal wieder ein bisschen zocken, ein bisschen. Ja, ihr wisst schon, ein bisschen die Welt von Super Tux auf den Kopf stellen. Zeitdruck. Das wäre das Level wohl ein bisschen zu einfach hier. Deshalb müssen wir ein bisschen schneller machen. Und sonst läuft nämlich die Zeit ab. Das ist auch nicht gerade hier viel besser. Oh, wobei, das war ein kurzes, easy, einfaches, busy Level. Ja, wisst schon, easy peasy. Oje, da gibt's ja nochmal was. Nolox Party Pit. Ach du Scheiße. Aber sieht geil aus. Sieht geil aus. Hat was. Die Zeit. Ui. Haben wir wohl den Stern sausen lassen. Ui. Das ist eine tolle. Boah, die Farbe, die gefällt mir so. Finde ich echt klasse. Nolok, das ist den schönstes Level. Aber der Nolok, der hat ziemlich viele Burgen. Ist mir so mal ganz nebenbei aufgefallen. Der hat ja schon 3 Stück. Den nehmen wir mit. Oh. Vielleicht haben wir ja, wenn wir Glück haben, was wir natürlich immer haben, hier eine Blume. So. Ja, okay, wir wollen jetzt nichts riskieren. Hey, ich hab den da abgeschossen. Was lebt der noch? Die Schweinebagge hier. Ist auch ganz lustig. Aber Ziel, sehr schön. Von dem her, so schlecht ist es doch gar nicht. Ja, ist gut, Tux. Castle in the Sky. Sag bloß, die gehört auch noch. Oh, nee. Die gehört auch noch Nolok. Da können wir ja gerade noch Selbstmord begehen hier. Was soll denn das? Gleich noch einmal mit etwas mehr können. Ui, ui, ui. 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 Oh Gott. Das ist ja die reinste Vollloyer-Chinäs. Da wird ja die Oma verrückt. Werde nur ich da verrückt. Das ist ja Wahnsinn, ist das. Also wenn wir hier wieder so zurückkommen, passieren tut uns ja nichts. Oh. Außer dass wir natürlich in die Tiefe fallen, aber sonst ist alles gut. Hopp, hopp. Das war falsch. Nein, 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 nein. Das hat nicht so gut geklappt. Und das hat gar nicht geklappt. Game over. Nolok, ich komme in deine Burg. Ich mach deine Wache im Blatt. Hey, was soll das? Ich bin noch drauf gesprungen. Hallo. Hallo. Keine Konzentration nehmen. Aber sowas von die Bohne. Ja,
So ist gut. Hä? Was zur Hölle? Allen 100.000 Höllen. Hunde. Gut, Geduld. Ist die, ist das wahre Können. Oh je. Aber das sieht man wenigstens so im Ansatz. Wow, genau 1000 Punkte. Das. Naja. Wir sterben. Nein, wir sehen im Ansatz, wo wir drauf springen können und wo nicht. Das hat da schon mal einen sehr guten Effekt. Hopp. Absolut. Gut, den haben wir gerade noch so mitnehmen können. So. Aber jetzt wird's einfacher. Glaube ich zumindest. Ja. Oh je. Hui. Was kriegen wir denn da so schönes Angebot? Gar nichts Gutes. Hopsasa. Oh, verkackt. Das war mal wieder Klärchen. Klikla Klärchen. Mein Name ist Clara und ich habe ein Klikla klitzekleines Herrchen. Oder so ähnlich. Hat mal eine Bewohnerin zu mir gesagt. Das fand ich ziemlich lustig. Richtig formfrisch. Chips. Oh Gott. Hopp. Hopp. Der kommt zu uns, der stürzt ab. Hopp. Der kommt hoch zu uns. Hui, hopsasa. Haben wir ja gemerkt, dass es da nichts zu holen gibt. Aus wessen Grund sollten wir denn dann noch da überhaupt mal hier zurückkehren? Hopp. Hier rauf. Was ist denn da? Ah, Scheiße! Das war kacke. Gäsche! Können wir uns gerade hier noch killen? Das wäre fast gut gegangen hier. So blind, einfach mal so durch. Jumpen. Castle and Sky. Hopp, hopp. Nein. Ich muss direkt auf die Schneekugel. Sonst wird das nichts. Ja, ich muss direkt auf die Schneekugel. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. So. Immer schön folgen hier, ja? Brauchen, was ich sage. Das ist auch so ein typisches Opa-Oma-Wort. Horch doch mal dahin. Horch. Wir sind gestorben. Das war knapp. Das war sehr knapp. Um es in der Stimme von meinem Opa zu sagen. Sprung, hopp. Oh je. Das ist ja gerade nochmal so gut gegangen, wa? Und das war typisch berlinerisch. Und schuh, war das knapp. Das ist Wahnsinn. Hey,
Ja, jetzt soll ich hier noch irgendwie... Genau, hier. Hey, was war da? Eigentlich wollte ich ja das Leben. Halt! So ist gut. So, die Frage ist, wo kommen wir hier wieder raus? Wo ist denn unser Tux? Gut. Und jetzt? Toll. Was tun wir hier? Oh je. Ich glaube, das können wir ja gar nicht. Nee. Nee. Das konnten wir hier nicht. Schon 10 Jahre an diesem Level rum. Gibt's doch gar nicht. 10 Jahre. So kommt's mir vor. Oh. Das war ja ein bisschen kacke. Das war ein bisschen kacke. Und jetzt renn, du Tux. Ja, wir haben es geschafft, nicht zu sterben. Aber irgendwie haben wir es dann doch geschafft. So, dann gehen wir hier einmal so rüber. Die Kugel ist kaputt. Und ich trage eine Kutte. Wie lustig. Das war gar nicht lustig. Nein. Wir machen mal ein anderes Level. Ja, machen wir mal das hier. Ah, das sieht uns doch vertraut aus. Ist es aber nicht. Da bin ich mir sicher, dass das nicht so ist. Du. Oh nee, oh Gott! Am besten nichts einsammeln hier. Sprich, wir nehmen keine Umwege. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na! Oh, das! Da haben wir es doch gerade eben besprochen, oder? Und was mache ich wieder? Das totale Gegenteil. Mensch, Mann, das ist doch echt kompliziert. Nichts dem so, wie es scheint. Uiuiuiuiuiui. Müssen wir wohl so vertrauen. Springen wir mal hier. Direkt in unser Verderben. Okay. Offensichtlich brauchen wir hier das gar nicht. Nein! Das Level ist nicht besser wie die anderen. Nee, es ist gar nicht besser. Nicht mal. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Eins, zwei. Nochmal. Eins, zwei. Jetzt müssen wir aufpassen. Zu weit? Das war zu weit. Halt nicht so weit. Da können wir noch rüber. Da auch noch. Da auch. Aber hier
können wir nicht mal da runter. Man macht natürlich schwierig hier, ne? Ja, das tut es. Das hier springen. Ne, wir müssen einfach nur dahin. Das existiert überhaupt nicht. Da hoch können wir auch noch. Das ist durchsichtig. Springen wir einfach mal da lang. Das passt. Das existiert auch nicht. Alle Lug und Trug. Oh Gott. Das existiert alles nicht. Das auch nicht. Oh je. Nein! Oh Gott! Nee, 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 nee. Das war alles ein bisschen... blöd, ne? Upsala. Komm, wir hier einmal weiter. Scheiße. Scheiße, Dreck. So kurz vor dem Ziel verkackt. Gibt's nicht, da gibt's nicht. Dann haben wir gelernt. Hast du gelernt oder was? Typisch Gangsterfrage. Ja. Psasa. Das. Das war ja. Das ist Mühe. Das auch. Das ist hier. Ja. Das ist Lug und Trug. Das ist das Ziel. Ja, geschafft. Halleluja. Halleluja, geschafft. Wenn das jetzt einfach ist, machen wir das noch geschwind. Mach ihn das noch geschwind in 2 Minuten. Ja, das kriegen wir hin. Ran, run. Renn. Schnell retang, bang, bang. Wir nehmen einmal hier die untere Etage. Die natürlich mal wieder in die unterste Schublade fällt und schief geht. Ja, 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 rennen, das ist Irreführung, das ist verboten. Und das auch. Jetzt kriegen wir nochmal hin. Das wäre ja gelacht. Geht offensichtlich wieder zurück. Die Bestellung geht zurück, meine Damen und Herren. Oh, oh, wir können uns nicht so arg viel Zeit lassen. Denn unsere Zeit ist... ja, was soll ich sagen? Knapp bemessen. Was wollen die denn? Wieso hier immer rennen? Verstehe ich nicht. Ui, hopsas. Wahrscheinlich wegen der Zeit. Das kriegen wir hin. Schaffen wir heute noch. Oh. Was war das? Okay. Das war
gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Scheiß auf die Dingensbummens Kagapibi. Oh je, Gott sei Dank, die kommen nicht zu uns. Jetzt können wir hier so einmal schwuppdiwupp. Hier rüber, hier, hier, hier. So. Nein. Ich hab's nicht geschafft. Der letzte Versuch. Vielmehr die letzten zwei Versuche, wenn es nicht klappt. Pech gehabt wird. So, die Ware geht zurück. Die war unbrauchbar und nicht ordnungsgemäß. Und hat gegen das, keine Ahnung, was verstoßen. Gegen das Markoxy-Gesetz. Das eindeutig sagt, alles, was mir schadet, ist verboten. Tschüss. Okay, schön sachte, ruhig und langsam. Und unten durch immer den kühlen Kopf bewahren. So kühl die Umgebung auch immer, kriegen jetzt eh nicht mehr. Sein mag, da gibt's ein Tuxenleben, ein Tüxchen. Mensch, ich bin noch ein schlaues Füchschen, wa? Aber dem Füchschen geht die Zeit so langsam aus. Das ist natürlich nicht mehr so schön. Oh, die hängen hier alle. Auf eine Art und Weise. Oh, oh. Geschafft. Halleluja, das war knapp. Menschenskinder. Das war wirklich knapp. Was ist das? Ich kann gar nicht mehr aufhören. Es ist verrückt. Da geht natürlich mal wieder gar nichts. Das kennen wir doch. Das kennen wir doch, das Level. Definitiv. Das habe ich schon mal verkackt. Und das nicht nur einmal. Sondern gleich mehrere Male. Naja, vielleicht klappt's ja. Vielleicht. Hier haben wir mal ein großes Tuxleben. Bis jetzt sieht es doch schon mal gut aus. Die Hälfte durften wir schon mal geschafft haben. So. Ja, so nicht. Schwuppdiwupp. Wo bleibt mein Ball? Da war wohl gar keiner drin. Schade. Ja, ein Tux, der mitten in die Dingens, keine Ahnung, springt. Mitten ins Nichts. Okay, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.